best place to find the lovers of the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk. Das kann man sich nur erträumen. Wenn es hat ein Tor! Augenreiter, hebt diesen goldenen Pokal hoch. So, moin und willkommen am Start zum nächsten Rematch DFB-Pokalspiel zum Dienstag. Ja, es ist Dienstag und das heißt, wie gesagt, Rematch DFB-Pokal und heute spielt ja St. Pauli gegen Kaiserslautern an diesem 7. November 2017 in Hamburg. Also St. Pauli ist ja in Hamburg. Also ein klassisches Zweitliga-Duell. Auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Und so, und ich wollte auf jeden Fall nochmal ein paar Abonnenten grüßen, die mich auf jeden Fall in den letzten Tagen abonniert haben. Unter anderem Tim, dann GamingTV und Sammelkartenmaster und GamerPro PvP 2005. Genau, auf jeden Fall die drei Abos. Ich habe mich auf jeden Fall in den letzten Tagen mehr abonniert, aber das waren jetzt die einzigen Abonnenten, die ihre Abos auf öffentlich gestellt haben. Wie gesagt, Leute, ihr müsst eure Abos auf öffentlich stellen, damit ich eine YouTube-Benachrichtigung bekomme. Der und der haben mich abonniert. Ja, auf jeden Fall die drei und die Gewinner. Also, es haben auf jeden Fall beim Orakel letztens, also beim Spiel Dortmund gegen Bayern, haben zwei Leute richtig getippt. Und die Leute werde ich auf jeden Fall am Donnerstag grüßen, also zu einblenden. Und ja, ein Kommentar werde ich schon auf jeden Fall auch noch einblenden. Also seid auf jeden Fall auf Donnerstag gespannt, aber auf jeden Fall jetzt hier das Spiel. St. Pauli gegen Kaiserslautern, ich bin gehypt. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit der ersten Karte und wir fangen auf jeden Fall mal an mit der ersten Karte hier. Und zwar ist das von Wolfsburg, Borussia. Was? Majoral? Ja, die Karte muss ich jetzt hier hinhalten, hier links, weil hier jetzt in der Mitte, hier sind ja die Logos. Und ich werde hier in der Mitte jetzt den DFB-Pokal hinmachen. So, dann haben wir als nächstes Ingolstadt. Haben wir hier Marcel Tisserand von Ingolstadt. Stark. So, dann die nächste Karte ziehen wir von unten links hier raus und die kommt hier von Heidenheim. Aber es ist zwar ein Zweitliga-Club, aber nicht Pauli oder Kaiserslautern. Fangen wir an mit der nächsten Karte. Und die kommt hier von Hoffenheim. Magischer Moment. Marc Uth. Stark. Marc Uth als magischer Moment. So, dann haben wir als nächstes von Stuttgart Terodde. Nämlich ein Torjäger. So, sehen wir von unten hier raus. Und da ist auch von der zweiten Liga, aber eben kein Kaiserslautern oder St. Pauli. Übrigens, Leute, in der 9-Match-Deck-Serie 17 und 18 gibt es leider keine Zweitliga. Das finde ich sehr, sehr schade. Da muss ich nächstes Jahr so machen, dass dann bei der Auslosung zwei Mannschaften direkt rausfliegen. Wie es ja auch der Julian und Dennis gemacht haben. Genau. Der Julian mit dem Match-Tex Cup damals. Und Dennis mit seinem, ich weiß nicht, wie der das Match-Tex WM war, das glaube ich. Oh, Heidenheim! Achso, stimmt. Schon wieder Heidenheim. Uiuiui. Wieder Heidenheim. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9. Karte. 10. Karte, Entschuldigung. Ziehen wir mal mit hier raus. Oh, Matchwinner. RB Leipzig. Ja, RB Leipzig stufe ich auf jeden Fall auch einer mit einem Favoriten ein. Weil ich habe ja auch schon im Orakel, das sagt ja schon alles, Rematch Bundesliga Orakel, eine Limi gezogen von RB Leipzig. Und dann noch ein paar Basekarten. Hier wieder RB Leipzig, Leute. Bulli. Es war Scotchen. Ey. Wir ziehen so viele Leipzig-Karten. Das ist echt heftig. So, das ziehen wir von unten rechts hier raus. Und das ist von Schalke 04. Also, Kolle. Ne? Dein komisches Maskottchen hier, der Erwin. So, da haben wir hier Ingolstadt. Wie viele Karten sind eigentlich noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jo, vorletzte Karte. Also jetzt kann wirklich schon alles entscheiden, Leute. Jetzt kann schon alles entscheiden. Die letzte Karte kann wirklich alles entscheiden. Und? Okay, es ist ein Erstliga-Club, nämlich Naldo. Das heißt Verlängerung und ja, wieder Verlängerung. Verlängerung heißt vier Karten pro Verlängerung.
Und wer immer noch kein Tor geschossen hat, geht ins Elfmeterschießen. Und ja, dann heißt es Treffen. Die erste Karte von der jeweiligen Mannschaft, die ich als erstes ziehe, kommt dann direkt weiter. So, dritte Karte in dieser Verlängerung und die kommt die von Darmstadt. Und die letzte Karte, dann geht's ins Elfmeterschießen, dann werde ich nicht mehr so langsam die Karten ziehen und das ist von Hamburg. Gregoritsch, ja, wieder ein 1-0. Aber für welche Mannschaft? Das werden wir jetzt noch in den nächsten Minuten ermitteln. So, haben wir jetzt den Julian Draxler von Wolfsburg. Dann haben wir hier als nächstes Mainz 05. Manuel Neuer. Aber wie gesagt, wenn man ein Torwart sieht, dann heißt es kein Tor, sondern die Karte von wenn ich eine Karte vom Gegner ziehe, dass der Tor dann den Einball hält und somit das dann wieder ausgleicht. Also die Torwarter, die machen keinesfalls Tore. Bam. Oh, Mensch, wir von Wolfsburg. Stark. So, dann hier als nächstes. Wieder Heidenheim. Alter, Heidenheim, heftig. Also wenn das so weitergeht, muss ich auf jeden Fall drei Karten aufeinander rausziehen. Weil es geht so nie weiter. Bernie von Bayern, das Maskottchen, stark. Oh, hier. Zu Köln. Dann haben wir hier Augsburg. Frankfurt. So, Graz von Dortmund. Ziehen wir mehrere Karten hier aus. Haben wir hier. Also, wir machen das mal so hier. So. So, wir haben hier Frankfurt. Dann Mainz 05. Kein Kaiserslautern. Oder. Oh, St. Pauli! St. Pauli, ich glaube es nicht. St. Pauli. Wäre ja noch. Ja, okay, stark. St. Pauli macht das 1-0. Durch Rasitz Buarus und damit gewinnt St. Pauli, Leute. Stark, also St. Pauli zieht auf jeden Fall mit ins Achtelfinale ein. Also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch dazu. Ich werde jetzt noch das Ergebnis in meine Dings eintragen. Und dann würde ich sagen, war es schon mit dem Video. Und dann sehen wir uns entweder morgen oder am Donnerstag wieder. Weil morgen, vielleicht kommt morgen ein FIFA-Duell, nicht Duell, Trainerkarriere. Rostock, genau. Hansa Rostock. Hansa Rostock Trainerkarriere, jawohl. So, das kommt weg alles. Das kommt weg. Bam. Bam. Und bam. So. Den Spieler neben das Logo. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das alles noch hier noch mache mit der ganzen. Jetzt auf jeden Fall hier die Liste. Die Logos werde ich auf jeden Fall jetzt mal wegpacken. So. Also wie gesagt, 1-0 durch St. Pauli und Kaiserslautern ist raus. Bam. So, diese Achtelfinale sieht wie folgt aus. Also Berlin ist weiter, Darmstadt ist weiter, Leverkusen ist weiter, Bochum ist weiter. Stuttgart, Mainz, Bremen, Ingolstadt und St. Pauli ist weiter. Nächste Woche am 14.11. seht ihr die Partie Hoffenheim gegen Braunschweig. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich bin raus und sage euch bis morgen oder bis Donnerstag. Skywalker. Bam.